Hol dir dein Coke für die heißeste Phase der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Spielerwechsel auf der Expertenbank im Krone-WM-Studio. Wir bringen auf der linken Außenbahn statt Heimer Pfeifenberger jetzt Felix Gasserlich ins Spiel. Schönen guten Nachmittag oder schönen frühen Abend, kann man mittlerweile sagen. Hallo. Hallo. Gemeinsam mit ihm und mit dem Panther Michi Konsel werden wir Sie jetzt ein bisschen auf die Partie Kolumbien gegen England einstimmen. Aber bevor wir das tun, Felix Gasserlich, muss ich dir noch ein Wort zum vorhin abgelaufenen Achtelfinalspiel abluchsen. Schweden vor allem, nicht Schweden. Die Medien vor Schweden, das wäre auch einmal eine interessante Wortkonstruktion. Schweden ein würdiger Viertelfinalist für dich? In diesem Match auf jeden Fall. Schweiz, muss ich sagen, hat enttäuscht. Ist erst munter geworden nach dem 1:0. Und wie gesagt, der Verteidiger hätte den Fuß weggehen lassen, weil hätte sich der Tormann wahrscheinlich den Ball mit dem Fuß stoppen können. Und so ist er leider abgefälscht worden, 1:0. Und damit haben die Schweizer müssen aufmachen, waren aber zu schwach an diesem Tag. Michi, du hast es schon gesagt, dein Tipp ist ja aufgegangen. Mein Tipp ist auch, genau, die Latte liegt sehr hoch für den. Ja. Na, ich bemühe mich ja jetzt. Einmal ist gescheitert. Für unseren Routinier, mal schauen, ob du dem Michi Paroli bieten kannst. Also, Kolumbien gegen England lautet also die Partie und da stellt sich natürlich die Frage. Wird der Herr James in der Startformation stehen oder nicht? Und wir können das Rätsel jetzt auflösen, und zwar zu Ungunsten von Kolumbien. Er hat es nämlich nicht geschafft. Jetzt bekommen wir die Aufstellung eingeblendet und sehen, dass James Rodriguez eben nicht Teil der kolumbianischen Startformation ist. Ganz an vorderster Front natürlich Falcao, aber eben ohne seinen kongenialen Partner Felix Gasserlich. Das bedeutet für Kolumbien was? Ich vermute, das wird das Aus sein für Kolumbien. Tatsächlich? James ist sicher 50% dieser Mannschaft, versteht sich sehr gut mit Falcao und ist natürlich auch ein Garant für exzellente Freistöße und Corner. Und natürlich auch ein Mann, den man ununterbrochen bewachen muss. Das brauchen jetzt die Engländer nicht. Die Engländer müssen sich nur mehr auf sich selbst konzentrieren und schauen, dass sie die Kolumbianer schlagen, was ich auch annehme. Michi, rechnest du den Kolumbianern auch so wenige Chancen aus? Speziell jetzt, da James nicht dabei ist? Nein, ich bleibe dabei. Das ist zwar natürlich eine arge Schwächung, aber James ist ein Topspieler. Ich hoffe, ich weiß nicht, sitzt auf der Bank, die Aufstellung. Ich glaube, er ist gar nicht im Kader. Wenn er gar nicht dabei ist, dann kann er gar nicht helfen. Ist natürlich schlimm, aber ich bleibe dabei. Ich hätte nur gesagt 2:1 für Kolumbien. Jetzt bin ich heute bei 1:0 und ich hoffe, ich habe wieder recht. Aber es wären die Chancen natürlich für England jetzt viel besser, dadurch, dass James nicht spielen kann. Vermutlich auch deswegen, weil Nona, Harry Kane wieder im Sturm spielt. Das war ja zuletzt gegen Belgien nicht der Fall. Trainer Southgate ist dafür auch ein bisschen kritisiert worden, weil er die Startaufstellung durcheinander gewirbelt hat, sozusagen. Felix, glaubst du, dass das dem Lauf von Harry Kane ein bisschen schaden könnte, dass jetzt ein Spiel passieren hat müssen, oder war das eher eine schlüssige Aktion? Ich glaube, eher zu schonen war vielleicht eine gute Aktion vom Trainer. Der Harry Kane wird schwer zu stoppen sein, weil der ist ehrgeizig, bissig, der will noch viel erreichen im Fußball, will natürlich nicht bei Tottenham hört's was bleiben, sondern will sich vielleicht verbessern zu Real Madrid oder zu Barcelona, zu einem Top, internationalen Topclub, der auch Champions League gewinnen kann. Und daher ist dieses Spiel für ihn unheimlich wichtig, dass er vielleicht auch wieder ein oder zwei Tore erzielt. Und trotzdem muss er aufpassen, dass er nicht so abgedeckt wird wie vielleicht der Ronaldo. Aber der hat jetzt momentan, glaube ich, einen Lauf. Und hat vor allem Selbstvertrauen. Er hat nämlich vor dem Spiel gesagt, mein Selbstvertrauen ist unendlich und ich bin zu allem bereit. Michi, so kann man, glaube ich, in ein K.O.-Duell gehen, ja, oder? So musst du in so ein Spiel gehen. Er hat schon sehr oft bewiesen, was er kann. Und ich glaube, dass das auch gut ist. Überhaupt, die Engländer haben sich ja schonen können, was nicht so schön anzuschauen war gegen Belgien, aber haben sich alle mehr oder weniger geschont. Und vor allem ein Torjäger, wenn der ausgerastet ist und ausgeruht ist, dann ist er extrem gefährlich, weil er ein spritziger Spieler ist, der natürlich dort reingeht, wo es weh tut. Und das beherrscht er perfekt. Also das Antizipieren gibt es wenige, die das so gut kennen wie er. An seiner Seite stürmt heute wieder Sterling. Felix, das ist offenbar ein fruchtbares Duo, nicht? Junger, dann, wen ich sehr gut finde, ist dieser Lingard.
Das ist ein sehr guter Spieler, der auch in der Startformation. Auch in der Startformation. Der harmoniert sehr gut mit dem Harry Kane und wahrscheinlich auch mit dem Sterling. Also die drei können heute da wirklich eine Geschichte schreiben, damit England wieder einmal weiterkommt. Und die Engländer haben tatsächlich einiges gut zu machen. Seit 12 K.O.-Spielen sind die Three Lions, wie sie genannt werden, sieglos. Rätselfrage an die beiden Herrschaften. Wann haben die Engländer zuletzt bei einer Endrunde ein K.O.-Spiel gewonnen? Ich habe es getan. Also da steht es auf meinem Schummelzettel. Also, ich kläre auf, das war zuletzt. Naja, fast, ja. Ein paar Wochen später war es dann doch. Und zwar 2006 beim 1:0 gegen Ecuador, Torschütze, ein gewisser David Beckham aus einem Freistoß. Boom. Trotzdem die Frage, Felix Gasserlich, wie gibt es das, dass eine so große Fußballnation seit 12 K.O.-Spielen nichts gewonnen hat? Erstens glaube ich, dass sie auch in den entscheidenden Momenten in den K.O.-Spielen die Klasse zwar vorhanden war, aber aufgrund der langen Saison in England die Spieler meistens dann schon zu so einem Event oder zu so einer Weltmeisterschaft oder der Europameisterschaft müde daherkommen. Und zweitens, du brauchst dann eine gute Mischung aus älteren, erfahrenen Spielern, jungen Spielern, die bissig sind und die etwas erreichen wollen. Und da hat immer die Mischung nicht hundertprozentig gestimmt. Ja, und sie haben sehr gut gespielt, manchmal haben sie auch Pech gehabt, aber an und für sich ist jetzt der englische Fußball besser geworden, aufgrund dessen, dass andere Trainer gekommen sind aus dem internationalen Bereich, dass junge Spieler sich mit sehr guten Spielern messen können. Und heuer haben sie die Chance, dass sie relativ, oder nicht so relativ, dass sie sogar sehr weit kommen können. Mal schauen, ob das so zutrifft. Man will den Engländern kaum mehr ein Elfmeter-Duell wünschen, weil dieses Trauma gehört natürlich auch irgendwie thematisiert, auch wenn es die England-Fans vermutlich nicht mehr hören können. Aber die letzten 5 Elfmeter-Duelle in den letzten 22 Jahren sind allesamt aber sowas von verloren gegangen. Der jetzige Teamchef Gareth Southgate weiß ein Lied davon zu singen 1996, bei der Europameisterschaft gegen Deutschland war er selbst der Pechvogel. Michi, wie ist so etwas zu erklären? Das ist ja fast schon ein Kulturgut in England. Ja, irgendwie haben sie keine Nerven. Also sie fangen dann wirklich zu scheppern an und wirklich sensationell gute Spieler vergeben dann. Man hat alle möglichen Spieler gesehen, die vergeben, die normalerweise, wenn es nicht bei der Weltmeisterschaft ist, die Elfer ganz locker reinschießen. Also da geht es wirklich darum, dass man, ja, das Nervenkostüm ist da extrem angespannt und das hat man scheinbar nicht im Griff. Torhüter haben es auch nie einen sehr guten gehabt, also das muss man auch sagen, wenn du keinen guten Rückhalt hast, dann wirst du auch nicht weit kommen bei einer Weltmeisterschaft. Und da gehören also Typen dazu, die auch Elfmeter halten können, die einfach die Ruhe ausstrahlen, die Selbstsicherheit haben, lang zu warten. Das haben wir jetzt beim letzten Elfmeterschießen gesehen, zum Beispiel beim Schmeichel, der das hervorragend beherrscht. Und da haben sie eigentlich nie einen gehabt, der ihnen da helfen konnte von hinten. Als Trainer scheint Southgate jedenfalls einen ganz guten Job zu verrichten, bis jetzt jedenfalls. Felix, wie gefällt er dir als Teamchef und als Trainer, sofern man das von außen überhaupt beurteilen kann? So wie ich ihn beurteilen kann, eben von außen. Er ist sicher ein dynamischer Typ, emotionaler Typ. Und er will es endlich erreichen, dass England, der Mutterland des Fußballs, wieder einmal in ein Halbfinale kommt oder zumindest in ein Finale. Sie wünschen sich das alles und er, glaube ich, gibt sicherlich 100% und das hat er dieser Mannschaft auch eingeimpft. Und er greift durchaus auch zu ungewöhnlichen Methoden und bricht damit Routinen sozusagen. Er hat vor kurzem zum Beispiel die Hoteltüren für Journalisten geöffnet. Also er hat Journalisten wirklich hereingebeten, da quasi ihre Backstage-Arbeit verrichten zu können, hat dann auch so ein kleines Darts-Turnier mit den Journalisten veranstaltet. Michi, stört das die Konzentration oder ist das vielleicht eine ganz gute präventive Maßnahme, um dem Lagerkoller vorzubeugen? Also ich bin ein Fan, dass man das lockert, weil es sind alles erwachsene Menschen, die genau wissen, was es geht. Und wenn man jetzt zwischendurch solche Aktionen macht, kann das nur besser sein, kann es nur förderlich sein, weil das zu sehr zusammenbicken, das kann nicht gut gehen. Und ich glaube, damit hat er gut eine Maßnahme gesetzt, der ist ja auch sehr erfahren und wie gesagt, alle sind erwachsen, alle wissen, um was geht und das stört in der Konzentration überhaupt nicht. Im Gegenteil, dass du ein bisschen runterkommst, dass du ein bisschen freier wirst. Die Journalisten sind mit eingebunden, das macht den Journalisten auch Spaß und ich glaube, eine super Aktion. Also das kann nur
kann sich nur positiv auswirken normalerweise. Sein Pendant auf der kolumbianischen Trainerbank, José Beckermann, der ist ja richtig aufgezuckert, wie man sagen wird, auf Wienerisch. Der hat nämlich wörtlich gesagt, das sind Spiele gegen England, also solche Spiele wie gegen England sind solche, bei denen es schonungslos bis zum Tod geht. Felix, ist ein Südamerikaner. Die Formulierung. Ist ein Südamerikaner, finde ich nur. Damit ist alles erklärt. Ja, ist ein Südamerikaner. Ist das nicht ein bisschen gar martialisch? Es geht ja immerhin nur unter Anführungszeichen um Fußball. Ja, aber wenn du den Titel erreichen willst oder wenn du Weltmeister werden willst, musst du über deine Grenzen gehen und auch in der Physik sozusagen, in der Physis und auch geistig, mental. Weil sonst, wenn du rausgehst, sagen wir, okay, wir werden es vielleicht schon schaffen. Warten wir ein bisschen ab, das geht nicht. Wenn du Weltmeister werden willst und auch wenn du die beste Leistung abrufen willst, musst du eben manchmal mental über deine Grenzen gehen und da gehört diese Sache auch dazu. Über einen Mann bei den Kolumbianern müssen wir natürlich noch gesondert sprechen, Falcao, der zweite ganz große Star dieser Mannschaft. Dessen Karriere ist ja vor 4 Jahren schon ein bisschen am seidenen Faden gehangen. Also er hat sich das Kreuzband unmittelbar vor der Weltmeisterschaft gerissen, ist dann bei der Premier League kaum in Tritt gekommen. Es war wirklich eine schwere Zeit. Dann ist er zurück zu Monaco gegangen und seither läuft es eigentlich wieder wie auf Rädern, Michi. Was so ein Tapetenwechsel alles ausmachen kann. Ja, es ist manchmal so, wenn du verletzt bist und dann wieder fit wirst, dann kannst du einfach besondere Leistungen abrufen, weil du, glaube ich, mental einfach wieder frischer bist. Ja? Also so Verletzungen, so schlimm sie sind, sind manchmal gar nicht so schlecht. Also du bist ausgeruht und im Kopf und deswegen... Ja. Auch wenn es für ihn in der Situation natürlich ein Drama war, natürlich. Logischerweise. Ich rede ja von der Knoche, wie er jetzt wieder drauf ist. Nicht? In dem Moment, wo er sich verletzt hat, Katastrophe. Aber dann bist du ja nicht mental nicht mehr so gefordert jetzt, vom Spielerischen her. Natürlich bist du konzentriert und willst du wieder fit werden. Das ist Hauptaugenmerk, ist wieder fit zu werden. Aber ich glaube, dass das für so einen Spieler dann gar nicht so schlecht ist, dass er wieder... 100% geben kann. Auch ganz interessant, der Großvater von Falcao war Engländer. Also für Falcao wird es eine ganz spezielle und sehr emotionale Angelegenheit werden. Wie gefällt er dir bisher, Felix, im Verlauf der Weltmeisterschaft? War als Junge schon ein super Fußballer, sehr gut zum Anschauen. Pech, der Michi weiß das, jeder Fußballer hat nicht gerne einen Kreuzbandriss oder eine schwere Verletzung, aber wie er jetzt wieder zurückgekommen ist, alle Achtung. Und er würde sich auch das verdienen. Schade, dass heute James nicht, weil die zwei verstehen sich sehr gut. Ist vielleicht ein Pech, aber vielleicht kann er den James mit einbeziehen, geistig sozusagen, mental, dass er dann das Spiel übernimmt und dass er die Mannschaft führt. Und das kann ich auch aufgrund seiner Erfahrung sicherlich, kann er machen. 2014 war also für Kolumbien im Viertelfinale Endstation. Michi, warum könnte es diesmal vielleicht sogar noch weitergehen für Kolumbien? Ich oder ist Viertelfinale? Ne? Nein, das ist nicht das Bauchgefühl. Sie haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Also sie haben eher schlecht angefangen und dann haben sie wirklich gefunden, auch dann ohne James. Es spricht jetzt nicht unbedingt viel für Kolumbien, weil eben James fehlt, weil die Engländer gut drauf sind. Aber diese mannschaftliche Geschlossenheit, diese Leidenschaft, die wird man sehen. Und da werden sie kämpfen, bis die Chance halt nicht mehr möglich ist. Aber die lebt ja bekanntlich beim Fußball bis zum Schluss, bis der Schiedsrichter endgültig abpfeift. Alles klar. Also die Tendenz habe ich ja schon herausgehört von euch beiden. Die Ergebnistipps seid ihr schuldig. Ich gebe 3-1 für England. Was hält der Michi entgegen? Ja, ich bleibe trotzdem bei Kolumbien. Ich habe es ja schon gesagt, obwohl es natürlich durch den Ausfall wesentlich schwerer wird, aber 1-0. Kolumbien. Aber beide sind sich zumindest einig, wir erleben keine Verlängerung und kein Elfmeterschießen. Glaube ich nicht. Ne? Ich glaube auch nicht. Gut, ich hätte nichts dagegen, wenn wir in 90 Minuten unseren Arbeitstag beendet hätten. Das war's für jetzt einmal. Wir hören und sehen einander in der Halbzeit wieder. Jetzt wünschen wir 45 spannende Minuten zwischen Kolumbien und England und wir sehen uns in 45 wahrscheinlich ein bisschen mehr Minuten wieder hier im Krone WM-Studio. Bis später und viel Spaß beim Spiel.